Jo Leute, ihr seid bei einem neuen Tutorial von Junjoke. Heute zeige ich euch, wie man mehrere Videos in eins einfügt. Sozusagen, dass zum Beispiel jetzt zwei oder drei Videos gleichzeitig laufen. Und man sieht hier dann alle auf dem Bildschirm. Zum Beispiel ist dann der obere Teil hier so geteilt. Da läuft dann ein Video und dann zum Beispiel der untere Teil nochmal in zwei Teile geteilt. Dann läuft links und rechts jeweils noch ein Video. Zum Beispiel, sowas zeige ich euch heute. Also wir machen erstmal neues Projekt. Klicken wir auf Datei, neu. Können wir hier aussuchen, welche Qualität bzw. welches Format es haben soll. So, ich nehme jetzt mal HD 720. Okay. So, als Beispiel will ich jetzt irgendwelche drei Videos aus, das spielt ja jetzt keine Rolle, ich zeige euch ja nur das Beispiel. Also nehme ich erstmal hier die beiden anderen. Die könnt ihr euch übrigens auch auf meinem Channel angucken, sind zwei Tutorials auch für Sony Vegas. So, haben wir hier das eine, da das andere. Dann nehme ich nochmal ein drittes, hier irgendwie Beispielvideo, keine Ahnung was das jetzt ist. Und wir sehen, hier sind irgendwie die drei Videos drinne. Hier ist das eine, dort das andere, hier das dritte. Und wenn die alle gleichzeitig laufen sollen, packe ich das hier einfach nochmal hier unten hin. Für die Grundlagen jetzt, wie man die dann schneidet und weiteres, wie man das Programm bedient, guckt euch das erstmal an auf meinem Channel. Auf meinem YouTube-Kanal, das heißt dann irgendwie Sony Vegas Pro 11 Grundlagen. So, das erkläre ich jetzt nicht nochmal alles von vorne. Also, wir haben jetzt hier die drei Videos drinne. So, das erste. So, damit die alle gleichzeitig auf den Bildschirm passen, müssen wir die ja logischerweise verkleinern. So, dafür gehen wir hier drauf. Event Panorama Cropping. So, haben wir hier diese Anzeige. Die machen wir hier, wie wir wollen, kleiner. Beziehungsweise, so macht man das kleiner. Nicht in dem, so zoomt man ja hin. Wenn man es nach außen zieht, wird das Video kleiner. So. Kann man das anordnen, wie man will. Ne? Also, man kann das auch hier so verkleinern, wie man will. Wie gesagt, man kann das drehen. Also, wenn man zum Beispiel was im Querformat genommen hat, aufgenommen hat, sagen wir mal, haben wir jetzt gemacht, zwei Videos im Querformat. Hier. Das ist jetzt, ich zeige euch jetzt nur das Prinzip. Das braucht jetzt erstmal nicht perfekt sein, ne? So. War das eine. Ne? Dann gehen wir auf das nächste, gehen wieder hier auf dieses nette Fenster. Dann sagen wir, das haben wir jetzt auch im Querformat aufgenommen. Zack. Verkleinern. Sieht jetzt ein bisschen dumm aus, aber soll ja nur ein Beispiel sein. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, und das letzte Video. Könnt ihr zum Beispiel im Hintergrund hier irgendwie was laufen. Und wenn ihr dann irgendwie noch einen Rahmen machen wollt oder so, sucht ihr hier bei Mediengeneratoren in diesem Fenster zum Beispiel eine Farbe einfach aus, hier einfarbig. Dann könnt ihr die Farbe könnt ihr danach auch nochmal genauer bearbeiten. Die fügt ihr hier ein. Dann könnt ihr die hier nochmal genauer bestimmen. Ich mag hier das hellblaue ganz gern. So, und dann ist das drin. Dann können wir das hier nochmal langziehen. Dann haben wir das im Hintergrund, ne? So, jetzt ganz einfach als Beispiel. Farbe können wir hier noch bearbeiten, wie gesagt. Wir können auch einen Effekt draufladen. Hier bei VideoFX, wie wir wollen, können wir dann hier raufziehen auf die Farbe, um zum Beispiel die Ränder, den Kontrast dort ein bisschen abzunehmen oder so etwas.
Und ja, wenn man das als Rahmen für ein bestimmtes Video haben will, kann man hier natürlich auch wieder, genau wie bei den Videos, so bewegen und dann irgendwie hinter ein Video platzieren. Und ja, wie ihr das dann noch animiert, dass sich das alles bewegt oder so, sieht dann mein anderen Tutorial. Und zwar eigentlich bei meinem Tutorial über Grundlagen, aber auch in dem Tutorial über, wie man ein Intro erstellt, ist auch ganz interessant. Da zeige ich das auch nochmal. Das muss ich jetzt nicht alles nochmal neu zeigen. Also ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ihr könnt ja Daumen hoch gehen, mein Video favorisieren, abonnieren und so weiter, Kommentare schreiben, falls ihr Hilfe braucht. Das war's von mir. Peace.